Hi Leute, ich möchte euch heute mein Speedskate Equipment für das Jahr 2017 vorstellen. Auch in diesem Jahr fahre ich wieder einen Schuh von Junker. Es handelt sich hierbei um einen Custom Boot. Ein Custom Boot wird aufgrund des Fußabdrucks hergestellt. Es wird also ein Gipsabdruck vom Fuß gemacht und anhand dieses Gipsabdrucks wird dann der Schuh gebaut. Vorteil von solch einem Custom Boot: der Schuh passt perfekt. Nachteil: der Schuh ist sehr teuer, zumindest deutlich teurer als ein Schuh von der Stange. Ich kann trotzdem jedem nur empfehlen, einen Custom Boot zu fahren, egal ob von Junker oder einer anderen Firma. Bei der Schiene ist es so, dass ich auch in diesem Jahr wieder eine Schiene von EO fahre, um genau zu sein, die EO 3.8. Die 3 steht für 3x125 mm, die 8 steht für 12,8 Zoll, das ist die Länge. Hier montiert sind meine Wettkampfrollen für Straßenrennen. Es handelt sich hierbei um Meta 125 G13 mit TR3-Kern in der Härte F1. Als Kugellager fahre ich dieses Jahr bei Wettkämpfen auf der Straße XTR-Kugellager. Es handelt sich hierbei um Hybrid-Kugellager, bei denen die Kugeln aus Keramik sind, alles andere ist Stahl. Diese Kugellager wurden mir empfohlen und ich habe mir gedacht, ich probiere sie einfach mal aus. Spacer sind bei mir ganz normale Standard-Spacer, nichts Besonderes. Das ist also mein Wettkampf-Straßen-Setup. Das ist mein Trainings-Straßen-Setup. Da fahre ich die Wettkampfrollen aus dem letzten Jahr. Es handelt sich hierbei um Meta 125 mit TR3-Kern, genau, ohne G13. Die blauen Rollen. Kugellager sind von HTB, nämlich die HTB Magic Evo Kugellager. Denen habe ich gute Erfahrungen gemacht. Das sind die Kugellager aus dem letzten Jahr. Da habe ich keine neuen. Die laufen immer noch gut. Auch hier ist es so, dass ich bei den Spacern ganz normale Standard-Spacer nehme. Der ist weg. Wir haben noch mehr Rollen. Ganz normale Standard-Spacer, die sind einfach nur blau. Mehr nicht. Jetzt ist es natürlich so, dass man bei Bahnrennen nicht auf 125 mm Rollen fahren darf, skaten darf. Deswegen habe ich noch ein spezielles Setup für Bahnwettkämpfe und auch Bahntrainings. Nämlich eine Schiene von EO. Um genau zu sein, die H2. H2 bedeutet, es handelt sich hierbei um eine High-Low-Schiene, bei der die zweite Rolle, das ist diese hier, kleiner ist als die anderen Rollen. Die anderen Rollen, 1, 3 und 4, sind 110 mm, die zweite Rolle ist 100 mm. Aufgrund dieser Tatsache kann der Schuh tiefer montiert werden und das wiederum verringert das Kippmoment, vor allem das seitliche Kippmoment. Ja, die Rollen sind Meta G13 Rollen, Härte F1. Das sind die Wettkampfrollen aus dem letzten Jahr, die ich auch in diesem Jahr sowohl im Wettkampf als auch im Training fahren werde. Welche Kugellager sind hier drin? In den Rollen sind Vollkeramik-Kugellager, nämlich die HTB Dynamics. Vollkeramik-Kugellager haben den Vorteil, dass sie ohne Schmierung auskommen, dass sie leichter laufen sollen und dass sie leichter sind vom Gewicht her als Stahlkugellager. Einen Test zu diesen Kugellagern könnt ihr oben rechts in der Infokarte anklicken. Spacer, auch hier
Ganz normale Standard-Spacer. Voll blau. Nichts Besonderes. Gut, jetzt kennt ihr also mein Setup für Straßenrennen, Straßentraining sowie Bahnrennen und Bahntraining. An dieser Stelle noch zwei Tipps, bevor das Video zu Ende ist. Solltet ihr, so wie ich, nicht dieselbe Rolle im Training und im Wettkampf fahren, empfehle ich euch, mindestens zwei, vielleicht sogar drei Trainings vor einem Wettkampf schon die Wettkampfrollen zu montieren und euch an das Setup bzw. die Eigenschaften der Rollen zu gewöhnen. Mir selber ist es mal passiert, dass ich meine Wettkampfrollen erst beim Wettkampf montiert habe und mich dann gewundert habe, warum die Skates sich so merkwürdig anfühlen. Und mein zweiter Tipp, wenn ihr Probleme habt mit der Schnürung von euren Skates, sprich ihr fahrt ein Rennen oder im Training und ihr habt das Gefühl, eure Schnürung geht während dem Training oder dem Wettkampf auf, probiert es einfach mal aus, die Schnürsenkel immer von außen nach innen durch die Löcher zu stecken. Ich kann euch das empfehlen, die Schnürung bleibt so die ganze Skate-Session über fest. Okay, so viel von mir. Ich bin mir sicher, es gibt dieses Jahr wieder zahlreiche Videos von Wettkämpfen von ganz Deutschland. Bleibt einfach am Ball, schaut immer wieder in meinem Kanal vorbei oder abonniert einfach, dann werdet ihr direkt informiert. So viel von mir. Vielleicht sehen wir uns bis dahin. Ciao, macht's gut.